1950. Nach Sergios Tod herrschte wochenlang Chaos. Unsere Jungs gegen ihre. Und Morello war untergetaucht. Aber ein Boss kann sich nicht ewig verstecken. Damit ein Don gefürchtet wird, muss er sich sehen lassen. Schließlich hörten wir, dass er sich zeigen würde. Morello will uns provozieren? So tun, als wären wir nicht im Krieg? Wir werden uns ihm stellen. So kriegen wir ihn. Wir warten vor dem Theater. Bis zum Ende der Show. All die reichen Arschlöcher werden rauskommen. Und dann schnappen wir uns Morello. Aus der Menge. Bevor sie uns kommen sehen. Das Theater wird voll sein. Möglicherweise wird sogar der Bürgermeister da sein oder der Polizeipräsident. Genau darum geht's, Tom. Wir töten ihn in der Öffentlichkeit, sodass es die feinen Pinkel sehen. Dann wissen sie, wer der Chef ist. Ganz egal, ob man eine Marke, eine Robe oder ein fettes Bündel Geld in der Tasche hat. Wer Salieri in die Quere kommt, ist tot. Okay, Boss. Wir erledigen das. Nehmt die Maschinengewehre, aber seid euch sicher, dass ihr vor dem Theater keine Aufmerksamkeit auf euch zieht. Haltet die Knarren versteckt, bis ihr Morello seht. Und dann durchsiebt ihr ihn. Der weiße Anzug so aus, als wäre er mit Rosen bedeckt. Verstanden? Klar, Boss. Steig in den Wagen. Endlich. Endlich packen wir es an. Ganz ruhig. Wir müssen zum Theater, bevor die Vorstellung vorbei ist. Tom, du fährst. Es steht fest, Jungs. Morello stirbt heute Abend. Heute? Scheiße. Viel Glück, Leute. Auf geht's, Freunde, auf geht's. Ich glaube, wir kommen zum Schluss. Langsam. Drück aufs Gas, Tom! Passin hat unglaublich, Spaß dass wir nach all den Jahren endlich Morello aufs Korn nehmen. Nicht seine Leute oder Familie. Sehr endlich ist er selber dran. Damit schließen wir ein langes Kapitel ab. Und wenn er weg ist? Sind wir die Könige. Nein, ich meine, was ist mit dem Don? Werden ihm die Tränen kommen? Er wird einen hübschen neuen weißen Anzug tragen. Auf jeden Fall macht das sehr, alles klar, sehr, sehr Jungs. Das Game. Ja, bis ich schwitze nur wie verrückt. Sieht übel aus. Immer wenn ich rede, wir müssen auch reden, Mann. Zähne zusammenbeißen. Wenn wir Morello sehen, alle auf ihn. Nur auf ihn. Wenn er erledigt ist, bricht Panik aus. Wir tun's wirklich. Wie lange kämpft er schon gegen den Boss? 10 Jahre? Länger. Macht der weiße Anzug ihn zu einem leichteren Ziel? Ich sehe ihn! Heiz ihm ein! Boah, was eine Karre. Hinterher! Häng dich ab, Tom! Sonst macht der Don uns fertig! Wenn ich dran bin, schießt auf die Autos um ihn herum. Die müssen wir zuerst ausschalten. Alles klar! Ah, die Bullen! Ein paar von denen haben das Theater beobachtet. Morello hat sie zum letzten Mal bezahlt. Ab morgen gehören sie uns. Schaltet sie aus, wenn ihr könnt. Aber wir sind wegen Morello hier. Wenn wir sie verlieren, taucht er Monate unter. Oder länger. Er darf nicht entkommen. Er könnte überall hin verschwinden. Wenn er entwischt, verkriecht er sich vielleicht in einem anderen Staat. Wir müssen ihn heute schnappen.
Jungs, wir übernehmen die Stadt! Erst sind alle Leute dran und dann er selbst! Scheiße. Er will uns wohl in den Gassen abschütteln. Niemand kennt diese Stadt besser als ich, keine Sorge. Das wird ganz schön eng. Morello hat einen guten Fahrer, aber er ist nichts gegen dich, Tom. Abschütteln. Niemand kennt diese Stadt besser als ich, keine Sorge. Das wird ganz schön eng. Morello hat einen guten Fahrer, aber er ist nichts gegen dich, Tom. Aus der Stadt, wenn wir ihm an der Stoßstange kleben. Wo immer er hin will, er hat's echt eilig. Der Flughafen, er will von hinten rein. Er hat ein Flugzeug? Klar hat er. Wir müssen alles säubern. Er wird sterben und seine Leute auch. Okay, aber wir drei bleiben am Leben. Sie haben den Flughafen gerade erst wieder hingekriegt. Gesellschaft, ich sehe sie. Verdammt! Seid ihr okay? Ja, nichts passiert. Nur etwas Glas in den Haaren. Lässt sich leicht rauskämmen. Daneben zu Fuß. Los, Bewegung! Auf geht's, Freunde. Der Endboss ist da. Verstärkung! Probier!
Auf geht's. Wir sind gleich fertig. Boah, ich hab die gar nicht gesehen. Ey, wie soll das denn bei Schwer schon durchgehen, wenn ich hier schon Probleme kriege, Alter? Hilfe! In diesem Hangar! Tommy, fast niemand dich fertig! Langsam! Zieh uns hoch! Heavy starten! Ziel auf die Motoren! Richten wir Schaden an? Nicht gut! Das funktioniert nicht! Es muss klappen! Er ist in einem Scheißflugzeug! Hör auf und lass mich! Noch ist er nicht weg! Okay, jetzt den anderen! Jagt beide hoch! Er will starten! Ziel auf die Motoren! Richten wir Schaden an? Nicht gut! Das funktioniert nicht! Es muss klappen! Er ist in einem Scheißflugzeug! Hör auf und lass mich! Noch ist er nicht weg! Jetzt den anderen! Jagt beide hoch! Ich übernehme das Steuer! Warum? Weil ich hier der Fahrer bin! Und jetzt müssen wir einen Flieger erwischen. Okay, das ist der Plan. Wir folgen ihm, sehen, wo er landet und feuern dann aus allen Rohren und machen sie alle. Der Vogel bleibt bestimmt nicht in der Luft. Das Ding wird nicht landen, sondern abstürzen. Sieht es für dich aerodynamisch aus? Gott sei Dank haben wir dich im Auto, Professor. Morello wird einen Flugzeugabsturz nicht überleben. Wahrscheinlich nicht, aber er ist erst tot, wenn wir ihn tot sehen. Gerade ihr zwei solltet das inzwischen wissen. Wie sollen wir den jetzt da treffen? Vermehrt Schüsse gemeldet. Rufe alle Wagen. Wohin will er den Vogel bringen? Vielleicht zur Rennstrecke. Dort kann er ihn eher sicher auf den Boden bringen. Hast du etwa einen Todeswunsch? Jedenfalls. Also entkommt er uns doch. Landen kann er, aber er wird nicht sicher sein. Egal, wo er landet, wir sind ihm auf den Fersen.
Geht der runter? Ja. Ja. Was ist heute mit dir los, Tom? Halt die Fresse. Ja. Geht der. Kommt schon, wir müssen sicher gehen, dass er tot ist, bevor die Bullen aufkreuzen. Sowas überlebt keiner. Mann, ist das viel Rauch. Irre, dass wir das geschafft haben. Ja, irgendwie unten. Was ist heute mit dir los, Tom? Ja, irgendwie unwirklich. Passt auf und haltet die Waffen bereit. Wir dürfen nicht nachlässig werden. Wir haben keine Zeit. Alle Bullen der Stadt sind auf dem Weg hierher. Wir steigen aus, gehen nach und verschwinden. Klar? Aber sicher. Bist du schon immer so gefahren? Das ist tot, er weiß es nur noch nicht. Jetzt weiß er es. Ja, Mann. Gut gemacht. Die damals noch Smartphones hätten mit einem Foto. Kommt schon. Hauen wir ab. Wir sehen uns im Jenseits, Marco. Creme de la Creme abgeschlossen. Und da ist die Trophäe, als der Krieg endete.